Santas Arbeitsplatz ist die Straße. Heute hier, morgen dort. Die 33-Jährige verkauft Schmuck. Santa ist Tibeterin. Als sie vor 10 Jahren nach Peking kam, sprach sie kein Wort Chinesisch, konnte nicht lesen und schreiben, hatte nie zuvor einen Zug gesehen. Sie kam mit 100 Euro, ihr gesamtes Erspartes. Verwandte von mir waren schon vor mir in die Stadt gegangen. Sie sagten, wir verdienen gutes Geld dort. Viele gehen in die Stadt. Warum gehst du nicht auch? Mein Mann war gestorben. Ich musste mich um meine Schwiegereltern und meinen Sohn kümmern. Wer sonst, wenn nicht ich, sollte das Geld verdienen? Santas Sohn Yang Qing geht in Peking zur Schule. Aber Santas Schwiegervater Aba legt keinen Wert auf Bildung. Er wollte, dass sein Enkel im Dorf bleibt. Santa hat ihren Sohn heimlich mitgenommen. Der 7-Jährige soll eine bessere Schulbildung haben als sie. Wenn er Chinesisch lernt, stehen ihm alle Türen offen, sagt sie. Wenn er keine Schulbildung hat, dann ist er nicht mehr als die Yaks bei uns auf der Weide. Eine öffentliche Schule darf der Junge nicht besuchen, weil Santa keine Aufenthaltsgenehmigung für Peking hat. Was bleibt, ist eine halblegale Schule für Wanderarbeiter. Dafür muss Santa viel Geld bezahlen. Die beiden leben in einem heruntergekommenen Stadtteil. Eine Wasserleitung, eine öffentliche Toilette für alle. Manches Jahr ist sie 5-mal umgezogen, weil die billigen Wohnviertel nach und nach abgerissen werden. Yang Xing tut sich schwer in der Schule. Und Santa kann ihm nicht helfen. Oft muss sie ihn allein lassen, um ihren Schmuck zu verkaufen. Dann sperrt sie ihn ein. Zur Sicherheit. Und der Junge hat Angst, dass sie nicht wiederkommt. Denn auf der Straße zu verkaufen heißt, immer vor der Polizei Angst haben müssen. Die kann die Waren der fliegenden Händler jederzeit konfiszieren. Ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Santa würde gerne einen regulären Job finden, aber als Tibeterin ist das nicht leicht. Schau dir nur deine Kleidung an, da sieht man doch, dass du nicht arbeiten kannst, wird sie verjagt. Ist sie Chinesin? Fragen Umstehende. Tibeterin. Ach, Tibeter, wenden sie sich ab. Ich verstehe nicht, warum es das Schicksal so schlecht mit mir meint. Ich habe doch niemandem etwas getan. Warum bestraft mich der Himmel so? Wein doch nicht, Mama, versucht sie, ihr Sohn zu trösten. Als Tibeterin unter all den Han-Chinesen fällt Santa überall auf. Sie vermisst ihr Zuhause. Einmal im Jahr zum Frühlingsfest fährt sie heim. 3 Tage dauert die Reise in eine andere Welt, mit anderen, aber nicht minder großen Problemen. Es gibt zwar Straßen hierher und Strom, aber ihr Dorf ist dennoch abgelegen, rückständig. Trotz Mobiltelefonen ist die Moderne hier noch nicht angekommen. Santas Eltern leben hier, ihre 4 Schwestern. Sie besitzen kaum mehr als das Dach über ihrem Kopf. Santa unterstützt mit dem bisschen Geld, das sie in Peking verdient, auch noch ihre Familie. Und die hat es im Dorf schwer. Santa hat nur Schwestern, keinen Bruder. Ohne Söhne zählt man hier nichts. Bei uns heißt es, Frauen sind keinen Pfennig wert. Unsere Männer sind grausam. Wenn wir Frauen etwas Falsches sagen, verprügeln sie uns. Yang Qing ist der einzige männliche Nachfahre und der Schwiegervater von Santa Aba erhebt Anspruch auf ihn. Sein Enkel soll zu ihm kommen, bei ihm bleiben, fordert er am Telefon. Er hat gesagt, ich soll zum Fluss kommen und ihm das Kind bringen. Der Junge weiß, sein Großvater Aba wird ihn nicht zur Schule gehen lassen und ihn von seiner Mutter trennen. Schweren Herzens machen sie sich dennoch auf den Weg. Denn Großvater Aba ist das Familienoberhaupt. Ihm muss Santa als seine Schwiegertochter gehorchen, ob sie will oder nicht.
und nach dem traditionellen Familienverständnis hat aber Anspruch auf seinen Enkel. Wenn er mich nie sieht, dann bleibe ich ihm fremd. Wenn er groß ist, muss er für mich sorgen und sich um meine Beerdigung kümmern. Aber verspricht Yang Qing, nach 2 Tagen zurückzubringen. Aber Santa weiß, aber hat noch nie ein Versprechen gehalten. Sie ist verzweifelt. Trost spendet ihr buddhistischer Glaube. Santa ist tief religiös, gleichzeitig abergläubisch. Wenn ich Yang Qing nicht zu Abba gebracht hätte, dann hätte er einen Fluch ausgesprochen und mein Sohn würde sterben. Davon ist sie überzeugt. Dieser Aberglaube ist hier weit verbreitet. Furchtbare Tage der Angst. Dann bringt Abba ihren Sohn tatsächlich wieder. Ein Dorfbewohner hat ihm gesagt, Schulbildung sei gut. Sein Enkel könne damit erfolgreicher werden als die anderen Kinder hier. Daher erlaubt Abba, dass Wang Qing weiter zur Schule geht. Aber Santa muss dafür einen hohen Preis bezahlen. Abba verstößt sie aus dem Clan, weil sie in die Stadt geht, anstatt für ihn auf dem Feld zu arbeiten. Diese Rückständigkeit, die Diskriminierung als Frau, Santa kann das nicht mehr ertragen. In Peking ist sie eine unabhängige Frau geworden. Aber in der Stadt wird sie immer eine Fremde sein, ausgegrenzt. Sie hat kein Zuhause mehr. Ich tue es für meinen Sohn, sagt sie. Er muss zur Schule gehen, damit seine Zukunft eine bessere wird. Wir sind eins. ARD.